Herzlich willkommen zur Session Blockchain, Zeitalter der Dezentralisierung und digitale Nachhaltigkeit. Mein Name ist Markus Dapp. Ich bin seit kurzem wieder an der ETH in Zürich, wo ich auch promoviert habe und studiert habe. Und seit langer Zeit eine Vorlesung, die erste und bisher, glaube ich, einzige Vorlesung zu digitaler Nachhaltigkeit habe. Wer aus dem Begriff ganz viel gemacht hat, ist der Matthias Stürmer, aber das ist super. Darum freue ich mich besonders, heute an der ersten Konferenz auch dabei zu sein. Ich habe ein paar Folien mitgebracht und möchte die Session sehr interaktiv gestalten von Anfang an. Es kommen jetzt ein paar Folien zum Start, aber Sie und ihr, wir können uns auch gerne duzen, ich heiße Markus. Ich möchte euch einbeziehen, weil wir mit diesem Projekt, über das ich später noch sprechen werde, ein bisschen im Detail, ganz am Anfang stehen. Es meines Erachtens relativ komplex ist und wir viel Input brauchen. Aber starten wir einfach mal. Zwei, drei Fragen vorweg, damit ich das Publikum ein bisschen einschätzen kann. Wer kann Bitcoin erklären? Wer kann Blockchain erklären? Privacy-Frage, wer hat Bitcoin? Okay, auch ein paar. Gut, also, es wird nicht technisch heute. Vielmehr möchte ich mit euch zusammen überlegen, wie wir tatsächlich unsere Gesellschaft vielleicht nachhaltiger gestalten könnten, unter Einbeziehung unter anderem dieser Blockchain-Technologie. Fangen wir ganz, ganz groß an. Ich denke, die meisten von euch, die heute hier sind, haben von den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen gehört, der Nachhaltigkeitsziele, sind 17 Stück. Es ist durchaus wert, ein paar Sekunden sich mal die Begriffe noch mal kurz anzuschauen. Es ist sehr breit gefasst und ich denke, wir sind uns auch einig, dass das alles wichtige Ziele sind. Die Frage ist nur, wie erreichen wir die und auch wer soll das bezahlen? Also ich meine, man muss ja doch in jedem Ziel müsste man ja einiges tun. Und warum reden wir überhaupt über Nachhaltigkeit in diesem Kontext? Warum gibt es diese 17 Ziele? Warum braucht es das überhaupt? Und man kann im Prinzip ganz einfach beginnen. Alles, was wir tun, jede Aktivität, die wir als Individuum oder als Organisation machen, hat irgendeinen Effekt. Hoffentlich den wir erwartet haben, als wir uns überlegt haben, was wir als nächstes tun. Dieser Effekt ist hoffentlich zu einem großen Teil der beabsichtigte Effekt, wie ich gerade gesagt habe. Aber es gibt natürlich auch unbeabsichtigte Effekte, die wir vielleicht im Vorhinein wissen, von denen wir wissen, aber wir sagen, ja, okay, ist nicht unser Ziel, aber ist auch nicht so schlimm. Oder wir wissen es nicht. Auf jeden Fall können unbeabsichtigte Effekte positiv oder negativ sein. Und nichts mit dem zu tun haben, was wir eigentlich wollten. Oder wenn ihr euch heute irgendwie, ich habe ja ein paar so die großen Buzzwords gebracht, Klimawandel, Migration, Umweltverschmutzung, Armut und so weiter. Das will ja niemand. Das war sicher bei keinem irgendwie das Ziel. Das unterstelle ich jetzt einfach mal uns als Menschheit, dass keiner diese Ergebnisse haben möchte. Aber trotzdem sind sie da und die Frage ist, wenn sie nicht beabsichtigt sind, dann müssen sie irgendwie durch diese Mechanismen entstanden sein. Und wie können wir da etwas tun? Weil bislang scheinen wir nicht sehr effektiv zu sein, mit dem hier umzugehen. Einfach, dass der Begriff noch gefallen ist, Ökonomen sprechen in diesem Bereich von den nicht beabsichtigten oder den Effekten, die eigentlich nichts mit der eigentlichen ursprünglichen Transaktion zu tun haben, von Externalitäten. Und die können eben positiv oder negativ sein. Jetzt, wenn wir einfach akzeptieren, dass die mal da sind, diese Externalitäten bei allem, was wir tun, und was das sein kann, werden wir gleich eine Reihe von Beispielen sehen. Wenn wir den Fakt akzeptieren, dass die einfach da sind, dann könnte man zumindest sagen, okay, dann lasst uns versuchen, dass die positiven Effekte, die halt auftreten, verstärkt werden. Dass wir das tatsächlich, wenn sie tatsächlich gut sind, dass wir das noch irgendwie stärker machen. Und natürlich, wenn sie nicht gut sind, wenn sie negativ sind, dann wollen wir sie senken, kleiner machen, weniger, vermeiden. Hat irgendjemand eine Idee, wie man Leute
bewegt, etwas zu tun oder zu lassen oder von etwas mehr oder weniger zu tun? Bitte? Durch Incentivierung. Ja, und was könnte das konkret sein? Durch eine Belohnung, also positive Incentivierung, eine Belohnung und negative Bestrafung. Genau, wir haben ein Wort dafür, Geld. Oder? Also, es gibt natürlich noch andere Belohnungen, andere Mittel, aber Geld ist eins, das sich durchaus vom Konzept her dahingehend bewährt hat. Alle von euch arbeiten für Geld, alle bezahlen mit Geld Dinge, die sie haben möchten. Und auch Dinge, die wir nicht haben möchten, versuchen wir mit Geld irgendwie wieder wegzukriegen, wie zum Beispiel Müll. Ich habe mit Absicht keine real existierende Münze genommen, weil ich glaube, dass, was wir hier diskutieren möchten heute, vom Konzept her mit den Währungen, die wir heute haben, nicht möglich ist. Und das wird vielleicht hoffentlich in den nächsten paar Folien klar, warum ich denke, dass das so ist. Wir wollen also diesen Externalitäten einen Preis geben. Das, so würde ein Ökonom das wahrscheinlich formulieren. Und ich habe mal ein paar aufgeschrieben, ein paar Beispiele für Externalitäten. Recht breit, aber es gibt noch viele andere, oder? Also auf der Positivseite gibt es Bildung, Zusammenarbeit, Gesundheit, Dienst an der Gemeinschaft, Tätigkeiten, die halt eben normalerweise nicht entlohnt werden, wo die Gemeinschaft aber profitiert davon. Das, was allen bekannt ist, Dinge wiederverwenden, recyceln, reuse. Sauberkeit, also die Absenz von Verschmutzung. Biodiversität sind wir uns auch im Prinzip einig, dass das zu fördern von Vorteil ist, weil wir sagen, komplexe Systeme sind stabiler, wenn sie nicht aus Monokulturen bestehen, sondern es eben Diversität hat. Was unter Umständen vielleicht auch für unser Finanzsystem gelten würde, wenn wir sagen, das ist auch ein komplexes System. CO2-Reduktion, Stress, ganz persönlicher Stress, also als psychisches Phänomen, aber auch einfach als Druckphänomen vielleicht für eine Gruppe. Und auf der anderen Seite, das sind die viel, über die wird viel mehr diskutiert und die sind natürlich auch viel mehr in der Presse und in den Medien. Emissionen aller Art, Verschmutzung, Krankheiten, die Nutzung oder oft Übernutzung von Rohmaterialien, wie sagt man das auf Deutsch? Deforestation? Wald. Sorry, was? Abholzen. Genau, das Abholzen von Wald oder das zu viel Abholzen von Wald. Waste ist Materialverschwendung. Man kann auch Energie in einem gewissen Sinne verschwenden. Lärm zum Beispiel in einer Großstadt und so weiter. Wenn ich sage, das geht nicht mit unserem aktuellen Geld, dann ist die Frage, wo nehmen wir dieses Geld her, mit dem wir sowas machen möchten. Und der Vorschlag ist, wir kreieren es einfach. Wir schaffen es, weil wir haben diese Technologie, genannt Blockchain, die unter anderem, die kann viele Dinge, also relativ viele Dinge. Sie kann aber vor allem auch eine sicher handelbare digitale Währung schaffen. Und Bitcoin ist zum Beispiel, ist ein Beispiel dafür. Also die Idee wäre, dass wir auf beiden Seiten, auf der negativen und auf der positiven Seite, Währungen kreieren, die diese Aspekte, jetzt nicht eins zu eins, aber das muss man sich überlegen, da könnt ihr gleich euren Input dazu geben, zuordnet. Mit der Folge, dass ich in meinem Portemonnaie nicht wie aktuell zwei Fächer hatte für Franken und Euro, sondern, wer weiß, ein Dutzend oder noch mehr. Je nachdem, wie das System sich entwickelt und was uns als sinnvoll erscheint. Das möchte ich mit euch probieren, jetzt in der nächsten interaktiven Runde. Und genau das war die Bemerkung. Ich glaube, oder wir glauben, dass das quasi eine Art eindimensionale Währung es nicht schafft, diese Komplexität abzubilden. Und sie wird immer verschiedenste positive und negative Anreize zusammenbringen, weil es am Schluss halt nur diese eine Franken- oder Euro-Zahl gibt. Wohingegen ein System, wo man mehrere Dimensionen bedienen kann, man an einer Stelle hoch und an der anderen Stelle runtergehen kann. Und das würde uns einfach viel mehr Flexibilität erlauben und auch Dinge tatsächlich anzugehen, die wir es heute nicht schaffen. Also, interaktive Session, ich habe es angekündigt. Also ihr müsst nicht rumlaufen und Gruppen bilden, aber ich würde euch gerne bitten, vielleicht einfach mit euren Nachbarn, dass ihr so drei, vier, fünf
Leute, nehmt mal ein paar Zettel. Bitte, einfach, ihr braucht nur 2, 3 als Gruppe, also ist nicht so viel. Wenn ihr keinen Stift habt, habt hier ein paar. Ich gebe die einfach einmal durch. 4 in eure Richtung. Und es muss auch keiner vorkommen und nachher was vortragen, also kein Stress. Mir geht es nur darum, dass ihr ein bisschen untereinander ins Gespräch kommt und dieses Thema versucht für euch greifbarer zu machen, weil ich natürlich im Moment etwas abstrakt unterwegs bin. Also, es gibt zwei Aufgaben oder 2 Schritte. Der erste Schritt hat 2 Teile oder 2 Aspekte, nämlich eben der positive und der negative. Und die Frage lautet, wofür würdet ihr gerne Geld erhalten, wofür ihr heute keins bekommen könnt? Also für etwas Positives aus dieser Liste oder was euch sonst einfällt. Dinge, die heute passieren, durchaus positiv sind und die wir gerne verstärken würden, die aber, weil sie nicht irgendwie im monetären System abgegolten werden, halt einfach nur so weit passieren, wie sie halt passieren. Man kann sie nicht direkt verstärken, indem man Anreize setzt. Also eben ganz simpel formuliert könnte man sagen, wofür, welche guten Dinge passieren heute, die ihr auch vielleicht selber machen könntet, wo ihr sagt, ja, kann ich aber nicht, weil ich habe nicht so viel davon. Und wenn man euch Geld bieten würde oder könnte in einem System, wo ihr dann eben tatsächlich was davon habt und mit diesem Geld in Anführungszeichen dann auch natürlich was anfangen könnt, das ist nochmal eine andere Diskussion, aber geht mal davon aus, dass das Geld A da wäre und B auch verwendbar wäre. Was wären Dinge, von denen ihr mehr tun würdet, wenn das irgendwie kompensiert werden könnte? Die Spiegelfrage dazu ist natürlich genau andersrum. Welche Dinge aus der Liste oder was euch sonst einfällt, könnt ihr euch vorstellen, dass man bezahlen müsste in einer gewissen Art und Weise oder wovon einem, sage ich mal, Art Geldkonto etwas abgezogen werden würde, wenn man das tut, was heute auch nicht passiert. Und nochmal, ich spreche nicht unbedingt von einem Euro- oder Frankenbetrag, sondern erstmal nur abstrakt von einem Geld oder einer Coin oder einer Währung, die in dieser Dimension relevant wäre. Und das leitet mich auch zum Hauptschritt 2. Wenn ihr dann so eine kleine Liste in der Gruppe erarbeitet habt, an positiven und negativen Punkten, wo ihr sagt, ja, da wäre es doch nett, Geld dafür zu bekommen. Und hier sollte man tatsächlich ein bisschen schauen, dass die Leute bezahlen müssen dafür in irgendeiner Art und Weise. Könnt ihr es dann versuchen, vielleicht zusammenzufassen und zu sagen, keine Ahnung, für diese 2, 3 Dinge gäbe es vielleicht eine Münze und die könnten wir CO2-Münze nennen. Ich sage jetzt nur ein Beispiel. Oder eine Pollution Coin. Oder was euch auch einfällt. Weil vermutlich ist es nicht sinnvoll für jedes einzelne Ding, jede einzelne Idee eine eigene Coin zu machen. Vielleicht, aber jetzt mal im ersten Schritt wahrscheinlich nicht. Also es wäre schön, wenn ihr mit einer Handvoll Beispielen kommt für da und da. Und mit 1, 2, 3 Beispielen, wo ihr euch vorstellen könnt, wenn wir so eine Münze hätten, und wenn ich das tue, kriege ich von dieser Münze, oder wenn ich das nicht tue, muss ich abgeben, oder andersrum. Verstanden? Bitte? Was ich nicht verstehe, warum mehrere Münzen? Also warum kann ich mein Sozialengagement nicht in den Punkt... Darf ich die Frage ein bisschen nach hinten verschieben? Wir kommen noch zu dem Punkt, aber ich würde es gerne nicht jetzt diskutieren. Ja? Danke. Also, ich gebe euch ein paar Minuten, wir haben ja Zeit. Diskutiert es bitte mit euren Rechts- und Linksnachbarn. Am einfachsten duzen sich alle. Und dann hören wir, was ihr für Ideen habt. Okay, also versucht langsam zum Schluss zu kommen und eure Diskussion ein bisschen abzurunden. Und dann würde ich gerne alle, die zufällig gerade eine Karte in der Hand haben, wo was draufsteht, kurz aufzustehen. Kein Stress, ihr müsst nicht nach vorne kommen, das Versprechen halte ich. Aber ganz ohne ein bisschen Aufwand geht es nicht. Super, Dankeschön. Also, alle anderen bitte, die sitzen Ruhe. Lasst uns einfach kurz teilen, was ihr in eurer Gruppe ein bisschen gefunden habt. Vielleicht gehen wir einfach ein bisschen nach den Fragen am besten durch.
Dinge, für die ihr gerne bezahlt werden würdet, aber im Moment nicht bezahlt werdet, weil es halt so ist, ruft einfach rein. Bitte, irgendwie, fangen wir an. Mit Nazis diskutieren. Wir haben es ein bisschen umformuliert, mit Extremisten diskutieren und diese versuchen, von vielleicht gesünderen Meinungen zu überzeugen. Interessant. Andere Beispiele? Es gibt nicht. Wir möchten gerne gute Politiker bezahlen, das möchten wir. Und das Gegenteil, wir möchten Geld über kulturelle Leistungen. Musiker verdienen kein Geld mehr die Leistung. Das heisst, wir möchten, dass dafür Geld zahlen. Okay. Fast lieber Politiker. Gut, merci. Bitte. Für gesundes Leben. Wir denken Education, Community Service, weil das eine Investition ist für die Zukunft. Okay. Multiplizierenden Effekt. Vielleicht ein konkretes Beispiel aus der... Wenn wir weiterbilden, dann ist das eine Investition, weil dann gehen die auch Leute weiterbilden oder die haben gerne mehr. Gut. Bitte. Ökologische Produkte und Dienstleistungen. Dieser Satz, kein Verb, sagen wir mal ein Verb dazu. Was ist mit deinen Produkten und Dienstleistungen? Die Kaufen von ökologischen Produkten und Dienstleistungen sollte positiv incentiviert. Aha, okay. Merci. Ja, wir sind ein bisschen auf dem Punkt Zeit haben. Wie bitte? Zeit. Ja. Und zwar Zeit für Gutes zu tun, aber auch die Zeit, die man auch wieder später mal braucht. Okay. Also ja. Zeit für soziales Hunger. Ja, okay. Merci. Ein ganz konkretes Beispiel, Abfallentsorgung auf einem öffentlichen Grund, da bekommen wir kein Geld. Oder Carsharing, wenn wir das Carsharing machen, da können wir heute auch keine Incentives. Merci. Wir haben den Punkt Tierschutz, das heisst, wenn wir weniger Tiere zum Beispiel durch Essen und zum Beispiel durch Vegan lebt, dass wir das für den finanziellen Anreiz... Okay, merci. Ja, wir haben einen von der Positive Side, heißt Gemeindekommission Arbeit in der Schweiz. Das heißt, die Gemeinde bleibt sich immer für sie suchen Leute für ehrenamtliche Arbeit. Ja. Von der Negative Side, Beispiel war im Zusammenhang mit dieser neuen Plastik Nanotechnology. Wir finden immer mehr Verschmutzung von dem Abwasser von Industrien, die diese neue Technologie verwenden haben, ohne die entsprechende Abwasserbereinigungstechnologie zu bekommen. Sehr gut. Merci. Bitte. Wir sind viel über Verkehrsverhalten, also wo man heute sehr schwer beeinflussen kann. Also einerseits welche Art von Verkehr, also dass man belohnt wird, wenn man ÖV braucht oder wenn man zum Beispiel nicht zu den Spitzenzeiten in die Stadt fahren und solche Sachen, wo man mit heutigen Mitteln eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten hat. Merci. Magst du auch gerade das Negative, dann können wir nämlich gerade... Ah ja, bitte. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wir hatten ja Tierschutz, aber Kindererziehung und solche Sachen, also haushaltliche Tätigkeiten aus Mann, aus Frau, das könnte man auch belohnen. Genau. Dann lass uns gerade mit der Negative weiterfahren. Vielleicht auch gleich ein Beispiel. Also wir hatten jetzt Negative, hatten wir Food Waste und falsches soziales Verhalten, also in dem Bericht, also Rassismus, vielleicht irgendwie Leute anpöbeln auf der Straße oder unfriedliches Verhalten, Beleidigungen und so. Gut. Umweltverschmutzung und Belastung. Breiter Punkt, ja bitte. Wir haben den Punkt Lüge, also wer lügt. Ah, interessant, wie man das verifizieren würde, okay. Ja, und mit der allgemeine Rücksichtslosigkeit im Verkehr, wo auch nicht. Ja. Bitte? Littering ist gesagt worden. Verschmutzen vom öffentlichen Bereich, ja. Also dann erstmal herzlichen Dank an alle, die aufgestanden sind und hier mitgemacht haben. Jetzt die Frage an euch alle, weil ihr das in der Gruppe auch diskutiert habt. Habt ihr Ideen für, in Anführungszeichen, Währungen oder Coins, wie man ja auf Neudeutsch sagt, um die Punkte oder Beispiele, die ihr diskutiert habt, irgendwie anzugehen? Bitte. Also die Likes auf Facebook sind ja eine Währung. Ich kann sie nur nicht wieder ausgeben. Ja. Ich kriege Likes für ein gewisses Handeln. Ich kaufe die wieder auf. Ja. Also das Konzept von Likes. Ist eine Idee, ja. Noch nicht weiterverkaufen. Ja. Meine Likes auf Facebook möchte ich weiterverkaufen. Das werde ich schon, macht er keine Gedanken.
Andere Beispiele oder Ideen, die ihr hattet in der Diskussion? Bitte. Dass man freiwillig investierte Zeit kann von der Steuern abziehen. Also Zeit als Währung quasi. Ja. Andere Beispiele oder Ideen? Es gibt ja noch nicht reale Beispiele oder nicht viele reale Beispiele. Bitte. Wir hatten uns zwei Währungen überlegt, einen Social Coin, also der sozial positive und negative Sachen belohnt, wo auch Kultur und Musik und sowas hinzufallen. Und da hatten wir leider was negative Bemerkung, also so ein Waste Coin, also eher das positiv ausgedrückt, also dass man halt schon mit Ressourcen umgeht, ja, dass das belohnt wird. Genau. Also super Beispiele. Ihr merkt aber, es ist gar nicht so einfach. Da muss noch relativ viel Hirnschmalz rein, sich das konzeptionell zu überlegen. Auf jeden Fall ist es Auf jeden Fall habt ihr gemerkt, wahrscheinlich an ein paar Beispielen, die auch jetzt vorhin genannt wurden, es wird nicht so einfach sein, das zu messen. Und wenn wir uns überlegen, wir möchten das System ja nicht einfach nur jetzt klein, sondern quasi in der ganzen Stadt, im ganzen Land ausrollen, dann brauchen wir irgendeine Methode oder einen Ansatz, wie wir diese Externalitäten irgendwie messen können. Und das sollte idealerweise auch automatisch oder halbautomatisch passieren. Weil wir haben jetzt schon, ich weiß nicht, 15 verschiedene Beispiele gehört. Wenn man das länger machen würde und noch mehr Leute nehmen, kämen noch mal mehr. Also es gibt relativ viele Möglichkeiten für Externalitäten, die man messen können wollen würde. Wie könnte man das tun? Technisch gibt es das tolle Buzzword Internet of Things. Das sind Sensornetzwerke, also Infrastrukturnetzwerke in der Regel. Zum Beispiel eine Stadt wie Bern hat vermutlich, ich weiß nicht, aber hat vermutlich ein Sensornetzwerk, um Emissionen zu messen. Vielleicht Feinstaubbelastung. Es gibt sicher im Bereich Verkehr verschiedenste Messsysteme, die den Durchfluss an den Knotenpunkten misst und so weiter. Man kann sich aber alles Mögliche überlegen in einem Infrastrukturnetzwerk. Es kommt einfach darauf an, was die jeweilige Organisation, eine Firma hat zum Beispiel auch Sensornetzwerke, aber die haben dann in der Regel mit dem zu tun, was sie verkaufen an Dienstleistungen oder Produkten. Die SBB, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, hat natürlich Sensornetzwerke über das ganze Land verteilt. Also das wäre eine Quelle. Die Frage ist, sind diese Daten zugänglich? Stichwort Open Data, könnte man da etwas machen, dass das tatsächlich auch nutzbar wird für alle, oder? Es hilft uns ja nicht, wenn die Daten da sind, aber wir können sie nicht nutzen. Eine zweite Möglichkeit habt ihr alle dabei, ich auch irgendwo, da liegt es. Ihr habt selber so ein Sensorgerät am Körper. Es ist nur nicht allen so bewusst, weil ihr in der Regel nur indirekt diese Sensoren verwendet, aber ein typisches Mobiltelefon hat bis zu 12 verschiedene Sensoren. Sind jetzt vielleicht nicht alle heute geeignet, um das zu messen, was ihr gerade diskutiert habt, aber das ist eine Frage der Zeit und auch eine Frage des Willens. Also wenn wir irgendwann sagen, uns ist es wichtig, dass alle von uns irgendwie Feinstaub messen können, um nur ein Beispiel zu nennen, dann wird es Leute geben, die diese Sensoren bauen, die stecke ich auf dem Telefon drauf und dann kann das Telefon das auch tun. Und so könnte man sich auch andere Dinge überlegen. Mir geht es nur darum, in Abgrenzung zum Internet of Things, wie ich es gerade beschrieben habe, sind diese Geräte immer bei euch und ihr tragt sie mit euch rum. Also sie haben vielleicht im Moment nicht den Vorteil, alle Sensoren zu haben, die sinnvoll wären, aber sie sind immer bei euch dabei. Dort, wo ihr etwas tut oder nicht tut oder seid und die Umgebung wahrnehmen und so weiter. Es gibt auch in der Gruppe von Professor Dirk Helbing, wo ich auch tätig bin, tatsächlich auch ein Projekt, wo eine App geschrieben wird und ein Netzwerk aufgebaut wird, wo man auch mitmachen kann. Das heißt NervousNet, wo es genau darum geht, das eigene Telefon zu verwenden, um bestimmte Parameter der Umwelt zu messen und in einem Peer-to-Peer-Netzwerk zu teilen, um allen diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Gut, und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, weil wir heute an der ersten Konferenz Digitale Nachhaltigkeit sind, ist das Thema Open Hardware natürlich auch ein Thema. Es gibt auch einige Sessions dazu, ein paar von euch haben vielleicht mit dem Thema zu tun. Das sind all jene Projekte,
die in Anführungszeichen auf freiwilliger Basis passieren, weil Leute einfach zusammenkommen und sagen, hey, lasst uns ein Feinstaubgerät bauen aus 17 Teilen aus dem Elektronikmarkt. Warum? Weil es geht. Es ging nicht vor 5 Jahren, es ging schon gar nicht vor 10 Jahren. Heute geht es, wir haben Open-Source-Software, wir haben solche kleinen lustigen Dinger, die nach verschiedenen Bären benannt sind. Wir haben solche Module, wo Elektronik drauf ist, die auch konfiguriert werden kann. Und dann lässt sich, ich weiß nicht, das lässt sich jetzt vielleicht nicht so gut lesen, aber ich nenne einfach mal 2, 3 Beispiele. Feuchtigkeitsmesser, Infrarot, Laserübertragung, Obstacle Avoidance, also ja, Hindernisse umgehen, Fotoresistoren, also lichtempfindliche Sensoren, Tracking-Sensor und so weiter. Also es gibt unzählige Dinge und es gibt Projekte und es gibt Leute, die sich treffen und solche kleinen Hardware-Projekte gemeinsam bauen. Das wären also 3 größere Quellen für solche Daten, Sensordaten. Weil wie gesagt, die Größe des Systems und die Komplexität wird zu hoch sein, als dass wir es nicht automatisiert machen können. Also ihr werdet nicht irgendwie vom System her auf einem Zettel eure Dinge mitschreiben, heute halbe Stunde irgendwo sauber gemacht auf dem Bundesplatz. Das müssen wir irgendwie anders regeln. Und jetzt Schritt 3, und ihr habt ja noch eure Zettel. Nehmt eure Ideen und überlegt kurz, aufgrund der Beispiele, die ich gerade genannt habe, aber vielleicht fallen euch noch andere Dinge ein, wie könnte man das messen? Und einen wichtigen Punkt habe ich noch nicht erwähnt, erwähne ich jetzt auch noch nicht, ich will erst sehen, wo ihr noch überall hinkommt mit euren Ideen, wie man, also ein bisschen mehr techie formuliert, ist die Frage, wie bekommen wir vertrauenswürdige Daten über was passiert in der Welt in das System rein? Oder ein IoT und die ganzen Gadgets, die ich erwähnt habe, mit einer sicheren Leitung und so weiter, ist eine Variante. Aber es gibt vielleicht noch andere. Also überlegt anhand von euren Beispielen, anhand von den Punkten, die ihr diskutiert habt, wie ließe sich das irgendwie automatisiert oder halbautomatisiert messen? Weil das ist die große Herausforderung. Erst dann haben wir diese Informationen, um auch zu einem späteren Zeitpunkt, du hast ein paar Beispiele aus dem Verkehr genannt, Entscheidungsunterstützung anbieten zu können. Als ein Beispiel, alle von euch verwenden ab und zu mal einen Navi, also eine Navigationssoftware. Und in der Regel kann man bei dem Navi einstellen, ich will die kürzeste Strecke oder ich will die schnellste Strecke. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe. In der Regel ist es nicht dasselbe. Man könnte sich aber auch überlegen, dass ich noch mehr Optionen habe, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich will die CO2-ärmste Strecke. Das ist vielleicht eine 3. Route. Oder ich will die, wo ich am meisten durch die Natur fahre. Ja, ja, genau, aber das ist nur ein Beispiel, um zu sagen, wir wollen ja auch diese Präferenzen später ausdrücken können und wir können das nicht im Fall-für-Fall-Level tun, sondern wir müssen insgesamt in der Lage sein, dann unserer App zu sagen, ich habe Präferenzen für das und das und das und das möchte ich eher nicht. Und dann muss das System dahinter dafür sorgen, dass diese Präferenzen irgendwie eingehalten werden. Also, nochmal ein paar Minuten für euch. Versucht zu überlegen, wie könnte man das automatisch, halbautomatisch messen, was ihr euch überlegt habt. Weil irgendwie müssen wir es messen, damit wir es quantifizieren können, damit wir es irgendwie bepreisen können. Weil ihr wollt ja Geld. Also, tut was dafür. Okay. Lasst uns wieder zusammenkommen. Die Frage war, welche Ideen ihr habt, um die Externalitäten, die Beispiele für positive und negative Effekte, die ihr vorher diskutiert habt, automatisch oder halbautomatisch messen zu können. Was sind eure Ideen und Vorschläge? Wir haben das ja heute schon mit den Krankenversicherungen. Mein Handy weiß, was ich gemacht habe.
gelaufen bin und das ging dann Pluspunkte. Auf jeden Fall, genau. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel, wie das Handy als Sensor heute eingesetzt wird. Die wissen genau, wo ich bin und was ich mache. Das hängt von der App ab, aber ja, ist nicht ganz auszuschließen. Und diese Daten kann man dann noch kombinieren mit zum Beispiel Sensorsystemen beim Recycling, wo man die Flaschen abgibt. Kann man sich einloggen, die Flaschen reinschmeißen und wieder ausloggen. Genau, die Verknüpfung von Netzwerken ist ein ganz interessanter Vorschlag, ja. Ja, weitere Vorschläge bitte. Wir sind ins Grübeln gekommen beim Bezahlen von Politikern. Wir haben andere Dinge auch, wo es darum geht, wie messe ich es, weil da, ja. Wenn ich es nicht messe, kann ich. Und haben dann auch ganz grundsätzlich eine der ganz frühen Vorbilder in Frage gestellt und sind auf CO2 angekommen und haben gesagt, ja, kann man dann wirklich so reduzieren auf 0,1, wenn es um Monetarisierung geht. Lassen sich komplexe Gebilde wirklich abbilden, ja. Mit Einheiten? Ja. Also das ist eine Frage, die wir uns sehr kontrovers diskutieren. Mhm. Guter Punkt, danke. Bitte? Produktkategorisierung, also zum Beispiel in verschiedenen gesundheitlichen Stufen, gesund, ungesund, im mittleren Bereich, beim Einkaufen erfassen, was man gekauft hat. Man könnte auch auf ökologische oder unökologische Verpackungen, Entsorgung, Kategorisierung oder so etwas. Also diese Kategorisierung würde auf dem Produkt draufstehen? Genau, oder, ja, genau. Man weiß, was man kauft, ja. Man muss entscheiden, okay, ich kaufe das, Und so Product Data ist in der Open Data Diskussion auch ein Thema, genau, gutes Beispiel. Dann bitte. Wir haben jetzt immer Probleme gehabt, weil wir haben mit Extremisten diskutiert. Das zu messen ist schwierig, ja. Weil es sehr viel mit dem Kontext vor Diskussionen ja. zu tun hat. Ja. Oder ob man auch in die Richtung geht, dass man Social Profiling hat und weiss, der ist extrem links und der ist extrem rechts. Und das ist wirklich, ja, das ist recht schwierig. Wir haben es probiert zu lösen, es ist nicht so einfach. Wir haben bei Sachen, die negativ sind, haben wir auch Lügen gesagt, wie eine andere Gruppe. Ja. Das ja. ist hingegen ein bisschen einfacher zu messen mit gewissen Sensoren, aha. aufgrund von Körpersignalen ja. und Ähnlichem. Was aber auch wieder schwierig ist, wenn du lügst und du weißt es nicht. Mhm. Du verbreitest Lügen weiter, die du selber glaubst und ähnliche Sachen. Mhm. Also schlussendlich ist es, glaube ich, immer einfach schwierig, Daten zu haben, die wirklich stimmen, gerade bei solchen. Das aktuelle Beispiel sind wahrscheinlich Fake News. Das steht auf dem Zettel, ja, genau richtig. Bitte. Wir haben uns noch überlegt, dass die Voraussetzung war, dass es die Open Data und Open Hardware eigentlich sein, also nicht irgendeine Firma, wie eine Krankenkasse oder was auch immer, über die Daten verfügt. Ja. Eventuell dort ein Missbrauch, aber dann. Genau. Und beim anderen, im sozialen Verhalten, im Bereich Spracherkennung. Nur das über das messen kann, wenn man so ein Fairphone hat. Recognition, genau. Merci. 1, 2, 3, 4. Bitte. Physisch zu messen war nicht das Problem. Also zum Beispiel bei Carsharing oder eben bei Abfallentsorgung auf dem öffentlichen Grund. Weil die sind ja meistens Video überwacht etc. Bei uns ist aber die Diskussion gekommen mit dem Datenschutz. Das ist schwierig. Oder wir jetzt dort Müll auflesen. Eben, das kann man mit dem Video überwachen. Aber wer das dort ist, ist das wichtig und richtig. Dass das ein Mensch ist, der das macht. Genau. Merci. Jetzt weiß ich nicht mehr, wen zwei, bitte. Es gibt ja zwei Beispiele. Einmal aus der Serie Black Mirror Erfolg, wo mit Social, wo man sich eigentlich gegenseitig beurteilen, ob man sich positiv oder negativ verhalten hat. Und anhand von der Punktzahl, die man schlussendlich hat von seinen Mitmenschen, bekommt man Vorteile, wie zum Beispiel bei der Miete oder beim Auto, oder man kann noch nicht rein oder eben nicht. Was dann zu einer starken Klassengesellschaft anhand vom Social Score führt. Und China probiert ja so ein Konzept auch gerade aus mit dem Social Score. Das ist ein Score, genau, ja. Ja. Ich weiss jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber das wäre möglich. Könnte man eine eigene Session dazu machen, glaube ich. Bitte, ihr zwei, ja? Ja, bei der Umweltverschmutzung durch Nanopartikel etc. haben wir darüber nachgedacht, dass man irgendwie eindeutige Moleküle oder Tracer einführen müsste, um danach zu sagen, dieses Molekül in diesem Abwasserstamm von dieser Firma ja. ist
Ja. Nachkommen. Interessanter Vorschlag, ja, danke. Bitte. Frau Schreiner, wem dient es und wer hat den Nutzen davon oder wer definiert, was sinnvoll ist und was nicht? Genau, genau. Also, wunderbare Punkte. Ich habe jetzt eine Sache, die ich einschieben möchte, aufgrund von euren Antworten, wo ich keine Folie dazu habe. Aber wir sind ja auch offline durchaus in der Leitz habe ich keinen Stift. Könnte mir jemand... Danke. Also ich versuche ein paar Punkte aufzugreifen, die durchscheinen. Also ich glaube... oh, ja. Haben wir vielleicht noch einen Stift? Entschuldigung. Danke. Also was ich schreiben wollte, ist das Wort Dezentralisierung. Oh, echt jetzt? Ohne Licht. Oder ist es mein, oder ist es, ja, ich glaube für alle zum Lesen besser, oder? Nein? Ist gut so. Also, Dezentralisierung. Ich habe vorher gesagt, neben den technischen Möglichkeiten von IoT und Mobile Devices und Open Hardware Projekten, gäbe es noch eine Möglichkeit. Und sie ist ein bisschen bei dir und ich glaube noch irgendwo ein bisschen angetönt, also wo es darum ging, man kann sich auch gegenseitig bewerten und so. Also Menschen können ja auch beitragen, quasi Fakten zu die Wahrheit oder die Echtheit von Fakten zu belegen. Ein Stichwort dazu, und das ist wieder ein Blockchain-Thema, sind sogenannte Vorhersagemärkte. Prediction Markets. Da wird diese Idee der Wisdom of the Crowd verwendet, um Ergebnisse vorab, also wie bei einer Wette quasi, vorab abzuschätzen. Jetzt kann man das quasi in die Zukunft machen und sagen, der Präsident des Landes so und so wird wiedergewählt oder nicht wiedergewählt, wie auch immer. Man könnte aber auch sich überlegen, ob ihr zum Beispiel als Gruppe durch Abstimmen, und das könnte man auch wieder mit einer Currency verbinden, das Mitmachen an dieser Abstimmung, also es würde sich auch im Prinzip lohnen mitzumachen und auf der Seite stehen, wo die Wahrheit steht quasi, oder? Also wenn ich ganz einfach frage, ich bin leider kein Fußballfan, aber es gibt irgendein Fußballspiel, das diese Woche stattgefunden hat und die Frage wäre, wer von den beiden Mannschaften A oder B hat gewonnen oder was war das Ergebnis? Und ich würde euch alle fragen und ihr würdet unabhängig voneinander, von mir ist auch geheim, sagen, es ist 2-1, 0-1, wie auch immer ausgegangen, dann würden wir eine Verteilung kriegen und die Wahrscheinlichkeit, dass das richtige Ergebnis da ist, wo die meisten Leute sind, ist relativ hoch. Und wenn ich viel mehr Leute nehme, ist das noch besser. Das Bedeutende daran ist aber, dass ihr nicht miteinander reden dürft. Jeder muss sein Vote quasi. Also wie ihr beim Wählen auch in die Kabine geht und zumindest in den 2 Minuten keine Interaktion habt, wäre es da auch. Und wen das interessiert, es gibt ein paar Beispiele für Blockchain-basierte Projekte und Websites für solche Prediction Markets. Also Prediction Markets. Das eine heißt, keine Ahnung, wie das auf Englisch ausgesprochen wird, Augur. Auf Deutsch. Eins heißt Gnosis und eins heißt, glaube ich, Stocks. Da kann man sich registrieren und kann dann, keine Ahnung, wo ist der Bitcoin-Preis Ende des Jahres und solche Kram, weil das sind alles Beta-Projekte im Moment, aber man kann doch reale Dinge tun. Und insgesamt in der Blockchain-Welt, wo ich, wie ich es vorher gesagt habe, es darauf ankommt, dass die Daten von außerhalb dieser, also diese Blockchain ist ein in sich geschlossenes System. Das ist sicher und die Daten, die da drin quasi als Transaktionsdaten in dieser Tabelle, in diesem Ledger erfasst werden, das ist kryptografisch gesichert. Die Schwierigkeit ist, wie kriegt man Daten von außen auf sichere Art und Weise da hinein? Und man spricht in der Blockchain-Szene oder im Blockchain-Lingo von sogenannten Oracles, von Orakeln, die halt die Wahrheit von außen irgendwie ins System reinbringen. Das ist eine Möglichkeit für solche Oracles. Eine andere Variante, die nicht direkt die Daten reinbringt, die aber schlichten helfen kann, oder? Ihr könnt ja sagen, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde sauber gemacht oder was auch immer die Aktion war und der andere sagt, nein, das ist aber gar nicht so. Das müssen wir auch irgendwie, wir müssen also auch Konflikte
irgendwie auflösen können. Heute haben wir, um jetzt einen großen Begriff zu wenden, ein Gerichtssystem, oder? Wenn zwei Leute sich streiten über, was die Wahrheit ist, geht es früher oder später, wenn es wichtig genug ist, irgendwie vor ein Gericht. Und das Gericht muss dann entscheiden, wer da Recht hat. Das ist von, wer hat welches Auto angefahren, bis zu wer erbt wie viel. Ein breites Spektrum an Themen. Aber wenn wir komplett online unterwegs sind und einer im Netzwerk behauptet, ich habe das und das gemacht, und der andere sagt, nein, das ist nicht so, ich war auch beteiligt und es ist nicht so, müssen wir das irgendwie auflösen. Und da gibt es Ideen, ein Jurisdiktionssystem auf dezentraler Basis aufzubauen. Wieder wir alle zusammen, zwei unter uns haben eine Meinungsverschiedenheit, die aufgelöst werden muss. Drei andere aus der Gruppe werden anonym zufällig ausgewählt und eingeladen, zugrunde liegende Informationen anzuschauen und zu entscheiden, hat der eine Recht oder der andere, werden auch bekommen auch Anreize dadurch, dass sie halt auch mit einer Currency ausgestattet werden und die zwei am Anfang quasi wie so eine Versicherung irgendwie eine Coin einlegen und sagen, wenn wir uns nicht einig sind, verwenden wir diese Coin, die wir auf die Seite gelegt haben, jeder von uns, um unseren Konflikt, unseren Disput aufzulösen. Und dieses Geld würde dann an die drei verteilt werden. Also ich will das nur als Beispiel nennen. Es ist jetzt nicht direkt eine Alternative zu unserem IoT-System. Mir geht es aber um dezentrale Ansätze. Und wir müssen, wenn wir so ein System bauen wollen, alle möglichen sozialen Interaktionen, die auftauchen können, und Dispute gehören einfach dazu, mit abdecken. Und auch einfach um einen Namen, der zweite fällt mir gerade nicht ein, zu nennen. Ein Projekt heißt Kleros, das so ein verteiltes Jurisdiktionssystem darstellt. Wenn man Aussagen von Menschen zu deren Wahrnehmung als Messung hinzuzieht, riskiert man nicht eine Replikation der sozialen Macht? Wie vorhin auch gesagt, also ich kann jetzt nicht einfach Ja oder Nein dazu sagen. Ja. Es ist alles relativ. Aber wenn wir es schaffen, ein großes N, also eine große Anzahl Personen, die nicht miteinander kommunizieren, die sich auch nicht kennen, und über eine anonyme Plattform wäre das grundsätzlich möglich. Da hat jeder einfach seinen Hexcode. Natürlich kann ich dir meinen mitteilen, aber ja, das ist marginal, oder wenn viele Leute mitmachen. Und dann funktioniert diese Findung der Wahrheit besser, als wenn ich euch jetzt hier öffentlich fragen würde, wie machen wir das am besten. Weil man ist ja öffentlich, da muss man aufstehen, man exponiert sich, dann sind Kollegen dabei, dann sagt man es nicht so, wie man es eigentlich sagen möchte und so weiter. Also verfälscht, also es findet so quasi so eine Selbstzensur statt. Und da wir kaum so Systeme, außer vielleicht das Wahlsystem selber, heute haben, die das wirklich sicherstellen, haben wir auch nicht viel Erfahrung mit einem tatsächlich funktionierenden System. Aber es finden Projekte und Forschung dazu statt und ich glaube, es ist vielversprechend. Wir können jetzt einfach durch die Blockchain-Technologie eben das so umsetzen, wie wir es bisher nicht mit absoluter Sicherheit machen konnten. Das andere Stichwort war Komplexität. Das auch an verschiedenen Stellen rauskam. Einerseits in der Entscheidungsfindung, und das würde wieder in die Diskussion von gerade eben gehen. Und die andere, und jetzt machen ein paar wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich auch technische Unterstützung brauchen, die uns ja tatsächlich große Datenmengen verarbeitet, Muster erkennt und auch dann Vorschläge macht, die wir einfach als Gruppe oder auch alle zusammen nicht hinkriegen würden. Und hier ist es extrem wichtig, und darum läuft das auch unter dem Titel Dezentralisierung. Also ich will natürlich nicht ein von einem Hersteller angebotenes AI, das dann die Vorschläge macht. Oder? Und da ist die Frage, wie können wir so etwas dezentral umsetzen? Und Es wird nicht ohne gehen, aber wir werden es anders machen müssen als die Beispiele, die wir eben bisher sehen. Weil, das wollen die meisten von uns nicht. Eine letzte,
Super, merci. Eine letzte Frage, aber da machen wir jetzt keine große, große Runde mehr mit euch, ist, wenn wir diese verschiedenen Währungen haben, wie entscheiden wir, würdet ihr davon ausgehen, dass alle diese Coins, ihr habt Social Coin, Waste Coin, Zeit, ich sage jetzt mal Time Coin, Like Coin, whatever, würdet ihr spontan sagen, ja, die sind dann alle ineinander konvertierbar? Oder würdet ihr sagen, ja, manche vielleicht schon und manche nicht? Was ist so die erste Reaktion? Habt ihr das Gefühl, wenn wir nachher so ein Dutzend von diesen Währungen hätten, dass ich, wenn ich so viele Coins von dem habe, sagen kann, gibt es mir von den anderen, aus irgendeinem Grund möchte ich die anderen haben und dann würden wir eine Transaktion machen? Für mich unbedingt transferierbar. Oh, es sollte unbedingt so sein? So. Ja, also okay. Ich stelle mir vor, dass ich irgendwo etwas Positives tue und die negative Seite nicht nutzen will. Ja. Und somit würde ich da anschaffen und was soll's? Bringt nicht viel. Ich, ja. Das dann für etwas anderes, ja. Negatives. Ja, machen. Vielleicht zum Ausgleich. Genau. Bin ich auch bitte? Meinung. Andere Meinung? Ja, hurra! Sonst interessiert irgendwer niemand mehr in der Umwelt. Gedanken zum Beispiel, ja. Wo jeder macht Abfall und dann sind wir genau dort unnötig. Bitte? Man könnte es natürlich auch in jedem Fall konvertierbar machen, allerdings nicht 1:1. Ja. Das, okay, das wäre vielleicht eine andere, ja, Variante. Ja. Also, dass ich den Kurs gehe, ja, ich glaube, das sind wir uns, ja. Man könnte noch, vielleicht finden wir ja, oder? Ja, vielleicht schon, da weniger. Ja, ich komme gleich zu einem Vorschlag, wie wir das vielleicht hier mit zusammenbringen können. Also, das ist natürlich mein plakatives Beispiel, um deinen Punkt zu machen. Ist es okay, wenn ich 100 Quadratkilometer Regenwald abholze, wenn ich dafür Schulen baue? Wer wird sagen, ja? Bitte Hand hoch. Okay. Wer ist relativ sicher, nein? Bitte Hand hoch. Es sind ein paar mehr. Wer weiß nicht so recht, ob er soll? Das ist die Fläche wie in der Schule. Aha, okay, und dann rechnest du was aus, einen Frankenbetrag, und wenn die gleich sind, passt es. Ich finde viel wichtiger, ob es dort noch gar keine Schule gibt, wenn es schon 10 Schulen gibt und du die 11 musst, ist das sehr relevant. Also wir können die Diskussion ist ändern. Auch eine interessante Diskussion. Mein Punkt wäre gewesen, der ist irgendwie weg, egal was ich mache. Der Wald ist weg. Und weil die Externalität mit CO2 und so weiter zu tun hat, ist es in dem speziellen Fall, reicht es vielleicht nicht mit den Schulen, weil wenn wir das dauerhaft machen, haben wir keine Wälder mehr, dann brauchen wir längerfristig keine Schulen mehr. Also plakatives Beispiel. Ich wollte nur ein bisschen darauf hinausgehen, dass bestimmte Dimensionen vielleicht schwierig sind zu kompensieren durch andere. Das ist ja das, was heute mit CO2-Emissionszertifikatehandel passiert und es funktioniert mäßig gut. Was man aber tun könnte, um euch vielleicht doch irgendwie zusammenzubringen, ist, man könnte es besteuern. Man könnte Transaktionen, wo wir uns alle einig sind, das ist okay, das soll auch stattfinden, wie du vorher gesagt hast, oder ich habe da viel von dem und brauche aber da und passt, dann findet die Transaktion statt, es gibt irgendeinen Wechselkurs und so weiter. Und bei Transaktionen, wo wir sagen, das lässt sich nicht so richtig, das ist super, aber das lässt sich trotzdem nicht so richtig kompensieren, erheben wir eine Steuer auf die Transaktion. Wer hat den Begriff Tobin-Steuer schon mal gehört? Okay, ein paar. Tobin-Tax ist ein nicht real existierendes System, Wertschrifttransaktionen, also Derivate-Transaktionen zu besteuern. Mit nicht mal einem sehr großen Steuersatz, also der wäre jetzt nicht irgendwie 50%, sondern ich glaube deutlich unter einem Prozent. Einfach um einen negativen Anreiz zu setzen, diese Transaktion in großem Stile zu machen. Und wir sind natürlich frei, wir könnten auch sagen, nein, wir machen 5% oder was auch immer der Punkt ist. Wir könnten auch die uns entscheiden lassen, oder als Community, wie diese Steuer aussehen sollte. Aber jedenfalls, man könnte das umsetzen. Man könnte sagen, wenn wir dann so ein Netzwerk von irgendwelchen Coins haben, A, B, C, von da nach da gibt es einfach irgendeinen Wechselkurs und von da nach da gibt es irgendeine eine Tax, oder, die da dazugeht. Einfach um unsere Werte, unser Wertesystem irgendwie abzubilden.
Weil eure Diskussion, und das ist die typische Diskussion natürlich, die stattfindet, oder wie viele Schulen und how much is it, oder? Ist in dem Framing, wir haben nur diese eine Währung, US-Dollar oder Euro oder Franken, um dieses Problem zu lösen. Und natürlich kann ich Schulen zusammenzählen, das gibt einen Eurobetrag, und ich kann irgendwas ausrechnen, um den abgebrannten Wald auch irgendwie monetär zu beziffern. Und das meinte ich am Anfang des Vortrages, wir überbeanspruchen das System mit einer einzigen Währung. Das kann dieses einzelne Skalar nicht komplett abdecken. Und darum überhaupt mehrere Dimensionen. Und dann muss man natürlich darüber diskutieren, was abkonvertierbar ist. Das ist ganz spannend jetzt zu sehen, wir haben vor 35 Jahren hier in der Schweiz über Ökobilanzierung gesprochen. Ja. Da geht es ja genau um die gleiche Frage. Aggregiere ich in eine Einheit? Wir haben den Umweltbelastungspunkt heute als Einheit. Mhm. Und wenn ich das Beispiel da vorne nehme, sage ich, wenn ich sag mal, eine Zielvorstellung habe, ja. 10 Schulen pro Einheit, ja. und ich habe schon 15, ja. ist die Investition ja. in die Schule unnötig. Ja. Wenn ich habe doppelt so viel Wald noch in unserem Land, wie wir denken, das notwendig ist, ja. kann ich auch etwas haben. Ja. Also mit einer gesellschaftlich legitimierten Basisgröße mhm. berechnen, was ist, und dann kann ich letztlich all die Einheiten genau. kann ich aggregieren in eine. Denke ich, das ist machbar. Es ist viel einfacher nur im Umweltbereich, als wenn ich über Nachhaltigkeit spreche. Ja, genau. genau. Es ist Nachhaltigkeit, schwache Nachhaltigkeit. Um dem Gesamtsystem, der Komplexität des Gesamtsystems Rechnung zu tragen, stößt das auf 1 runterrechenbar wahrscheinlich irgendwann an eine Grenze. Aber klar, eine gewisse Aggregation kann auf jeden Fall stattfinden. Das ist, und sowieso, wenn das Kollektiv, um mal ein ganz anderes Wort noch zu verwenden, wenn das Kollektiv sagt, das passt für uns, wir nehmen das als Wert und ist transparent, wie es berechnet wird und so weiter, ist nichts dagegen einzuwenden, oder? Es ist ja auf einer höheren Ebene auch eine Art Währung, oder? Genau. Langfristig ist die Vision von dem, was wir jetzt ein bisschen detaillierter diskutiert haben, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, die es eben ermöglicht, aufgrund von einem mehrdimensionalen System an Währungen, an Kryptowährungen mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch auf mehreren Ebenen, dazu komme ich gleich noch, ein neues digitales das ist eine wissenschaftliche Diskussion, ob es ein Finanzsystem, ein Geldsystem oder ein ökonomisches System ist. Es sind verschiedene Ebenen und verschiedene Komponenten. Aber auf jeden Fall etwas anderes, als wir heute haben. Und das ist genau das Ziel, das wir in dem Projekt, in dem ich eben an der ETH arbeite, im Moment arbeiten. Das hat angefangen jetzt im Februar, ist ein EU-Projekt, wo neben der ETH noch 6 andere Universitäten in 6 verschiedenen Ländern beteiligt sind. Und die Ziele von diesem Projekt, um es ganz kurz zu machen, ich habe noch ein paar andere interessantere Folien für euch. Wir überlegen uns, wie könnte das funktionieren, bottom-up Geld zu kreieren, sowas wie Bitcoin, einfach aber in der Art und Weise, wie wir es diskutiert haben, mit Externalitäten und nicht einfach noch ein Geld, sondern ein Geld, das irgendeinen Zweck erfüllt, der auch an eine Dimension im Prinzip gebunden ist. Dazu braucht es aber natürlich, oder? Und das habt ihr auch gemerkt, was wir alles diskutiert haben an Aspekten. Da stehen ein paar Sachen, ihr habt ein paar Dinge genannt. Dieses Finanzsystem hat verschiedene Aspekte. Was ich noch gar nicht angesprochen habe, ist, das Geld, weil es ja programmierbar ist, könnte auch ein Memory haben. Also, Geld stinkt nicht. Aber man könnte ihm einen Duft verleihen, indem man sagt, es gibt so eine Art History und ich weiß, wo diese Coins mal waren. Oder anders formuliert, in den Dimensionen, wo ihr nachher verschiedene Coins habt, über längere Zeit, könnte das so etwas wie Reputation darstellen. Wer einen sehr guten CO2-Score hat oder Social oder was auch immer die Dimension ist, könnt ihr euch überlegen, was euch wichtig wäre. Es soll ja ein System werden, das individuell passt, oder? Jeder von uns hätte ein anderes Profil an diesen Coins. Aber man könnte diese Reputation eben auch nutzen, zum Beispiel um Dispute aufzulösen, weil man dann natürlich die Leute raussucht, die in der Dimension halt gut unterwegs sind. Das ist ein bewährtes Prinzip in der Open-Source-Community heute, dass man die Leute beizieht, die nachgewiesen viel Erfahrung in einem Bereich haben, in dem sie entweder viel Softwarecode geschrieben haben, sich sehr stark an Diskussionen beteiligt haben, viel Karma-Punkte bekommen haben, was auch immer halt die Metrik dann ist. Das könnten wir auch tun.
wir wollen, und das haben wir jetzt ausgeklammert, wir wollen das natürlich auch bepreisen. Dazu komme ich auf der nächsten Folie noch, um das ein bisschen anzudeuten. Und klar, wenn das dann ausgebaut werde, soll es eben ein Feedback und ein Anreizsystem liefern, um auch eine stärkere Selbstorganisation von uns als Netzwerk sicherzustellen. Weil heute funktioniert das einfach alles hierarchisch, oder? Und es war auch nicht anders möglich in der Vergangenheit, weil die Komplexität, wir sind in der Vergangenheit Komplexität mit Struktur entgegengetreten. Wir haben gesagt, ja, okay, hier entscheidet ihr zu dem Grad, die entscheiden und die ganz oben entscheiden halt für alle, oder? Und so entscheiden die Regierungschefs für die EU und solche Dinge. Oder ein Präsident für die USA, was er twittert. Aber vielleicht sind wir besser, wenn wir uns mehr als Netzwerk begreifen und versuchen, die Kompetenzen der einzelnen Knoten einzubeziehen in Entscheidungsfindung. Und darum, jetzt wiederhole ich mich, nochmal die Sache mit anonym und alle mitentscheiden lassen, aber eben so, dass es sich einerseits lohnt über irgendein Währungsanreizsystem, aber eben anonym. Und die Erwartung wäre, dass die Entscheidungen der Komplexität, der Problematik angemessen sind. Das ist eine allererste Grafik, wie so ein System ungefähr ausschauen könnte. Ein paar Dinge kommen euch bekannt vor, weil wir sie diskutiert haben. Das sind die Sensornetzwerke oder Mobiltelefonnetzwerke dort oben. Die Daten müssen ja auch irgendwo gespeichert werden. Die Frage ist, werden sie dezentral auf jedem Gerät einzeln gespeichert? Werden sie dezentral im Internet gespeichert? Also auch dafür gibt es Blockchain-basierte Ansätze für verteiltes Speichern. Also wir bewegen uns jetzt weit weg von der Idee von Currency, sondern ich kann mit der Technologie, mit Blockchain und verwandten kryptografischen Technologien auch dafür sorgen, dass wir alle untereinander Dateien austauschen können, komplett anonym. Und wir sie auch gegenseitig quasi hosten auf unseren eigenen Rechnern. Jeder von uns stellt 10 GB Festplatte zur Verfügung und dann haben wir 50 mal 10 GB. Und da können wir Zeug speichern. Und es ist nicht klar, wo es liegt und wer es hat. Bitte? Ja, also ich komme mir jetzt ein bisschen vor, als wäre ich jetzt in einem Workshop zum Thema Luftfahrt und Umweltschutz. Und die Vorschläge sind, ja, man könnte Aktivisten in den Umwelt chatten und Politiker zu Konferenzen. Aber das Thema, dass Luftfahrt, wie wir sie kennen, ein fossiler Brennstoff verbrennt und dass das der Hauptkonfliktpunkt zwischen Luftfahrt und Umweltschutz ist, wurde gar nicht erwähnt. Und die Blockchain, die dezentralen Blockchains sind ja alle auf Proof of Work basierend. Und das heißt im Wesentlichen, eine Transaktion ist dann gültig, wenn genügend Strom da reingebuttert wurde, dass ich es als unwahrscheinlich erachte, dass jemand anders das gemacht hat, um etwas dafür zu spenden. Also das Bitcoin-Netzwerk, was ja noch weit einen kleinen Bruchteil von den weltweiten Finanztransaktionen ist, hat der Energieverbrauch, wird geschätzt, von der Republik Irland. Mhm. Und das wurde bis jetzt nicht erwähnt. Mhm. Und jetzt scheint mir das, geht das noch weiter in die Richtung, wie könnte man Aktivisten in ohne das Hauptproblem, wie hat man eine dezentrale Blockchain ohne Proof-of-Work-Energieverfahren? Also ich versuche kurz darauf einzugehen, damit wir uns nicht in der Technologie Proof-of-Work verlieren. Aber ich muss einen Satz dazu sagen, weil es wahrscheinlich die Mehrzahl im Publikum nicht weiß. Bitcoin als das größte Blockchain-basierte System im Moment oder Netzwerk im Moment verwendet einen, also wir müssen, wenn ihr euch vorstellt, wir sind hier wieder ein anonymes Netzwerk und es sollen Transaktionen untereinander stattfinden, müssen wir irgendwie zu einem Agreement kommen, welche Transaktionen gültige sind und in welcher Reihenfolge die stattgefunden haben. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir keine Transaktionen machen. Und der Ansatz, der bei Bitcoin gemacht wird, ist, dass die Knoten, die diese Transaktionen sammeln und in Blöcken zusammenfassen, darum heißt es auch Blockchain, in Blöcken zusammenfassen,
Das könnte theoretisch jeder von uns tun. Dann hätten wir 50 Vorschläge für 50 verschiedene Blöcke, weil sie alle ein bisschen unterschiedlich sind. Die werden ja nicht identische Transaktionen, weil in der Ecke bekommt ihr Transaktionen mit, die der da hinten nicht mitkriegt, weil sie einfach noch nicht da drüben angekommen sind. Also die 50 Blöcke wären unterschiedlich. Und es sind alle gleichberechtigt. Wie soll man da jetzt sagen, welcher der nächste gültige sein soll? Die Antwort mit diesem Ansatz lautet, es findet ein Wettrennen statt. Ich schmeiße ein mathematisches Rätsel in die Luft und wer es als erster gelöst hat, dessen Block nehmen wir. Das ist vereinfacht gesagt, was Proof of Work ist. Und du hast absolut recht, das braucht unheimlich viel Energie, damit es so sicher ist, wie es halt ist. Und das ist ein Problem, das bestreitet auch niemand. Nur gibt es vielleicht zwei Dinge dazu zu sagen. Erstens, man diskutiert andere Systeme dieser sogenannten Konsensmechanismen. Ein anderer heißt Proof of Stake. Und der würde einen Bruchteil der Energie verbrauchen, weil es einfach nicht mehr auf Wettrennen rechnen basiert. Und der andere Punkt ist die Frage, wie groß diese Netzwerke werden, respektive mit was man es vergleicht. Im Fall von Bitcoin müsste man ja fairerweise vergleichen, und ich verteidige jetzt nicht Proof of Work insgesamt, aber wenn man sagt, das Bitcoin-Netzwerk braucht so viel Strom wie Irland, es sind verschiedene Länder im Umlauf, die man diskutiert, wie viel Strom es braucht, aber Irland kann man auch nehmen. Mit was vergleicht man das dann eigentlich? Mit den zwei Großbanken in der Schweiz? Mit nochmal den fünf Großbanken in Deutschland? Mit meinem Rechner, wenn ich zu Hause Online-Banking mache und auch ein paar Watt brauche, um zu meiner Bank mich zu verbinden, die Leitung dazwischen. Also worauf ich hinaus will, ist, eine Bitcoin-Transaktion ist in dem Sinne vollständig, dass das Geld von mir zu dir übertragen wird und man sogenanntes Settlement stattfindet der Transaktion. Also sie ist dann finalisiert. Wenn ich dir über eine normale Bankkonto-Geschichte, Geld überweise, ist das nicht finalisiert. Ich kann mich irren, dann rufe ich der Bank an und sage, mach das rückgängig. Oder du meldest dich vielleicht aus irgendeinem Grund, dass zu wenig gekommen ist. Bei Kreditkarten habe ich so und so viele Wochen Zeit, das wieder rückgängig zu machen. Und diese ganze Energie, die in diesen ganzen Prozessen verbraucht wird, müsste man natürlich fairerweise mit reinrechnen, um zu sagen, das weltweite Bankensystem braucht so und so viel Energie. Und dann brauchen sie auch mehr als Irland. Also, das ist meine allerkürzeste Antwort dazu. Pardon? Das Transaktionsvolumen ist natürlich ungleich groß. Ja, ja, klar. Klar. Und auch daran wird gearbeitet. Es kommt ja vor, dass es verschiedene Chains gibt. Und dann nimmt man die längere, wenn da jetzt zwei. Das sind wir schon Viertelstunde über die Zeit? Echt? Nee. Nein, es geht bis halb, Entschuldigung. Das habe ich schon gedacht. Mein Gott. Okay, Entschuldigung. Ja. Also ich meine, nach einem Block ist es ja nicht unbedingt, ist man nicht unbedingt ganz sicher. Nein, aber ich glaube, das ist zu detailliert jetzt für das Publikum. Takeaway ist, die Sicherheit basiert auf dem Stromverbrauch. Wenn der Stromverbrauch nicht in diesem System ist man gegen Double Spending nicht sicher. Weil dann jemand, also ja. Ist nur da, es ist nicht eine Kontingenz, wo man kann sagen, meine Antwort ist nur, das ist ein aktives Forschungsgebiet und erstens werden alternative Lösungsansätze oder Mechanismen entwickelt und diskutiert und man versucht auch hier an Optimierungen zu arbeiten. Das ist richtig. Ich meine, das allererste Auto war auch furchtbar und das ist das allererste Blockchain-Netzwerk überhaupt, das Optimierungspotenzial hat in alle möglichen Richtungen, dass es skaliert, dass die Transaktionen schneller sind, bei geringem Energieverbrauch und so weiter, das ist unbestritten. Und es ist trotz allem auch nicht hundertprozentig sicher, dass Bitcoin in ein paar Dekaden in dem Sinne noch da ist. Vielleicht haben wir wirklich was Besseres bis dort und vor allem viel mehr. Es gibt 1000 Kryptowährungen. Sicher, Bitcoin war die erste und ist die größte im Moment, aber das muss nicht so bleiben. Und die Leute, die das tatsächlich betreiben, wollen ja auch nicht so viel Strom wie Irland verbrauchen. Ist ja auch wieder so eine Externalitätsfrage. Und also ich kann so in der Kürze der Zeit tatsächlich nur sagen, du hast schon recht, das braucht tatsächlich so viel Energie heute. Und wenn man auf Proof of Work in der Größenordnung basiert, dann ist das so. Aber
Es findet Forschung statt, praktisch und auch theoretisch, alternative Ansätze zu finden für andere Konsensmechanismen, und man versucht natürlich, den Proof-of-Work-Ansatz zu optimieren. Okay, was wir auch nicht diskutiert haben in diesem Bild, ist, wie man zu diesem Preis dann kommt, oder? Oder normalerweise sagt man immer, ein Preis entsteht durch Angebot und Nachfrage. Das sind diese zwei Pole und die treffen sich irgendwie und dann entsteht irgendwie ein Preis. Ihr habt aber in unserer Diskussion schon gemerkt, ganz zu Anfang, verschiedenen Leuten sind verschiedene Dinge wichtig. Oder? Ihr würdet einfach unterschiedliche Balances in euren Dimensionen haben, weil ihr unterschiedliche Personen seid, die denen unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und vielleicht macht es Sinn, bei Externalitäten zu sagen, die Community sollte die Möglichkeit haben, Präferenzen zu äußern. Zum Beispiel, vielleicht sagt man in Bern, also die Stadtbevölkerung sagt, ja, wir sind jetzt bei der Umweltverschmutzung jetzt vielleicht nicht vorne mit dabei, durch den Betrieb der Stadt. Aber uns ist es zu laut. Uns ist es viel wichtiger, dass es nicht so laut ist, wegen Zug oder wegen den Autos oder was auch die Trams, was auch immer. Und wir möchten eine kleine Präferenz setzen in diesem Mechanismus, dass die Reduktion von Lärm ein bisschen stärker honoriert wird als andere Dinge. Und Rio de Janeiro oder Beijing würde was komplett anderes sagen, weil ihre lokale Situation eine andere ist. Aber diese Flexibilität müsste im System unserer Meinung nach drin sein, dass man diesen Preisfindungsmechanismus als Kollektiv ein bisschen konfigurieren kann. Und natürlich, und das haben ja ein paar von euch gesagt, die ganzen Coins sollten dann natürlich handelbar sein auf einem Marktplatz. Also ich sollte in der Lage sein, die Coins, die ich loswerden möchte, aus welchen Gründen auch immer, loszuwerden und andere zu bekommen. Die Möglichkeit mit der Konvertierung und eventuell einer Besteuerung haben wir kurz angesprochen. Genau, und das alles beruht natürlich auf verschiedenen Blockchain-Plattformen. Im Moment Ethereum ist eine, wo wir wahrscheinlich unseren Prototyp versuchen zu erstellen. Aber es gibt noch andere interessante, die auch in die Richtung nützlich sind. Was ich noch nicht angesprochen habe, sind die verschiedenen Ebenen von Währungen. Oder ich habe vorher gesagt, das System sollte uns ermöglichen, als lokale Gruppe eine Währung zu starten, weil wir das lokale Problem XY angehen möchten und dafür mit Vorteil so eine Coin dafür haben. Die Frage ist, was sagt die Nationalbank dazu, wenn plötzlich Leute anfangen, hier ihre lokalen Währungen zu machen? Das ist ein Diskussionsstrang, und wir hatten eine interessante Diskussion in Frankfurt vor ein paar Wochen, eine kleine Expertenrunde, wo Leute von der EZB, der Deutschen Bundesbank, der BaFin, der Aufsichtsbehörde, Finanzaufsicht in Deutschland und so weiter. Und da wurde gesagt, der eine Teilnehmer hat mindestens ein halbes Dutzend Mal in dem Workshop gesagt, ja, aber wozu brauchen Sie da eine Coin? Wieso eine Coin? Wir haben doch den Euro. Also da gibt es noch Diskussionen, aber unabhängig davon, es gibt auf jeden Fall Raum, und wahrscheinlich macht es auch Sinn, bestimmte Coins top-down zu etablieren. Und zwar habe ich mir im Moment überlegt, aber da höre ich auch gerne Feedback von euch, ich glaube, der Scope der Externalität und der Scope der Währung müssen irgendwie Hand in Hand gehen. Sprich, wenn ich eine globale Externalität wie CO2 habe, muss es vielleicht auch eine Währung auf der Ebene geben, die global handelbar ist und global nützlich ist. Während, wenn hier unten die eine Stadt oder die eine Region ihre lokale Pollution Coin irgendwie hat, kann, muss aber nicht die übersetzbar sein in die Pollution Coin am anderen Ende des Globus. Vielleicht. Aber das ergibt sich dynamisch. Während wir Externalitäten, die uns alle angehen, vielleicht auch so organisieren möchten, dass wir sicherstellen, es ist global auch nutzbar, dass quasi der Markt wirklich liquide ist und dort, wo die besten Lösungen erdacht werden, die Mittel auch hinfließen können. So, und das verwirrlichste Slide kommt zum Schluss. Das war meine originale Mindmap zu dem Thema, und ich möchte einfach noch zwei, drei Punkte, die wir jetzt nicht diskutiert haben,
ein bisschen anbringen. Indirekt ist der Begriff einer Regional- oder Komplementärwährung schon gefallen. Also ich weiß nicht, wem von euch das etwas sagt. Also es gibt vor dem Internet sogar schon regionale Währungen. Also das sind Projekte, wo eine lokale Community sich wie ein Voucher- oder Bonsystem überlegt hat, um lokal Transaktionen zu ermöglichen, die nicht möglich waren, weil die Liquidität zum Beispiel gefehlt hat. Oder um bestimmte Dinge, auch ökologische Ziele zu erreichen. Und wir versuchen im Prinzip das jetzt digital zu machen. Wir haben hauptsächlich darüber gesprochen, oder, dass es darum geht, Externalitäten aus der realen Welt zu messen und zu bepreisen. Das ist noch ein Thema, das wir jetzt gar nicht diskutiert haben. Governance des gesamten Systems oder überhaupt auch Teilen des Systems. Dieses technische System wird ja verschiedene Parameter haben. Zum Beispiel die Entscheidung, ob an der Spitze irgendwie eine CO2-Coin für alle da ist und wie die Conversion Rates sind oder wie die Coin überhaupt entsteht. Das ist ja auch nochmal eine interessante ökonomische Frage. Ich kann ja das softwaretechnisch einfach programmieren und sagen, pomm, jetzt sind 10 Millionen oder sagen wir, es sind 50 Millionen von diesen Coins da, jeder kriegt 1 Million Coins. Okay, und was heißt das jetzt? Die entstehen aus dem Nichts und wie findet dann eine Verbindung zu eventuell sogar Fiat, also realen Währungen, heutigen Währungen statt? Und ist das eine endliche Summe oder werden nächstes Jahr wieder Coins ausgegeben? Also es gibt verschiedenste Projekte, die verschiedene Ziele haben und die auch verschiedene sogenannte, das Wort dafür ist Crypto Economic Designs haben, also Kryptoökonomie ist ein neues Wort. Wo man eben überlegt, ich habe programmierbares Geld, aber was sind die Parameter? Und das richtet sich natürlich daran, welchen Kontext ich habe, welche Ziele ich verfolge, was ich überhaupt tun will. Und so haben verschiedene Coins verschiedene Eigenschaften. Wen das interessiert, kann sich mal eine Webseite anschauen, die das recht harmlos ausprobiert. Die Webseite heißt steamit.com. Das ist so eine Art Blogger-Webseite. Da kann man sich registrieren und Artikel schreiben und andere Leute können sagen, gut geschrieben, kommentieren. Also was man so kennt von WordPress und Medium und keine Ahnung, wo ihr euch so rumtreibt. Also man kann Artikel schreiben und man kann sie kommentieren und man kann sie bewerten. Und das funktioniert mit einer Coin, sogenannten Steam-Tokens, die auf der Webseite verschoben werden. Das Interessante ist aber, dass die Webseite insgesamt 3 Währungen hat, 3 verschiedene Coins, die alle irgendwie zusammenhängen, aber eben 3 Stück sind. Es gibt eine noch, die heißt Steam Power. Das ist so eine Art Reputation. Auf der Bank würdet ihr sagen, das ist das Girokonto und das ist Sparkonto. Wenn ihr Steam dahin verschiebt, wird es illiquider. Das heißt, die Power Tokens braucht ihr viel länger, um sie wieder rauszunehmen. Aber wenn ihr lange dabei seid und viele Steams angesammelt habt, könnt ihr sie quasi dahin zurücklegen und dann sehe ich, oh, buchstäbliche Power-User, der hat viele Steams schon bekommen im System, dessen Meinung werte ich eventuell höher. Muss nicht sein, aber von der Idee her wäre es das. Und dann gibt es noch ein drittes, da gibt es verschiedene Begriffe, aber ich glaube, SBD für Steam-backed Dollar. Also hier sagen sie, dieser Account, dieser Betrag ist 1:1 zum US-Dollar gepackt. Also hier wird das Wechselkurs sieht man irgendwie 1:1. Fragt mich nicht, wie das sein kann, wenn das hier ganz dynamisch ist. Also das muss man sich genau überlegen, aber einfach als Beispiel für ein System mit mehr als einer Währung. Und wir gehen ja in die Richtung, dass wir mehr Währungen möchten. Aber ich wollte über Governance was sagen. Ein Vorschlag von Professor Helbing in einem Beitrag ist, dass man sagt, also es muss auf jeden Fall ein paritätisch besetztes größeres Gremium sein, wo verschiedene, wo verschiedene Stakeholdergruppen drin sind. Also mit Individuen meine ich eigentlich Citizens, also die Zivilbevölkerung, zu einem Viertel,
private Unternehmen zu einem Viertel, öffentliche Unternehmen ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, also Regierungen und Verwaltungen, ja, der öffentliche Sektor zu einem Viertel und die Wissenschaft zu einem Viertel. Und dieses World Council, das ist ein Vorschlag, wie man die Governance machen könnte, würde sich zusammen, also einerseits repräsentiert natürlich uns alle und würde sich auf die Kernparameter des Systems verständigen und einigen. Weil eine gewisse Festlegung brauchen wir und diese Festlegung muss natürlich so breit abgestützt wie möglich sein. Genau. Okay. Ich glaube, um euch auch nicht zu überfrachten und unsere Zeit ist, glaube ich, auch so langsam um, würde ich sagen, ich belasse es bei dem. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen, für die interessante Interaktion und die Diskussion. Wenn ihr Interesse habt und Slacker seid, könnt ihr gerne, ist noch nicht wahnsinnig viel los, aber wir bauen die Community auf. Das Gesamtprojekt heißt Future ICT 2.0. Das, was wir heute diskutiert haben, unser Bereich betiteln wir mit Finance 4.0. Wir können uns gerne darüber unterhalten, was 1, 2 und 3 sind. Wir machen Hackathons, falls ihr Interesse habt. Der hier findet zusammen mit dem UNFCCC statt, das ich ausgeschrieben nicht weiß, aber die UN-Leute, die sich mit Climate Change beschäftigen. Wir haben auch eine Gruppe für Organisationen, also wenn ihr ein Unternehmen vertretet oder auch Akademia, schaut euch BlockchainX an. Und im Frühjahr machen wir ein einwöchiges Blockchain und Internet of Things Seminar, also quasi nicht Vorlesung mit Übung, sondern Vorlesung mit Hackathon. Und genau, das war's. Vielen Dank für die 1,5 Stunden. Es war sehr intensiv, hat mich gefreut und macht mit. Danke.